Hallo Leute, schön, dass ihr dabei seid bei Kyoroslof Tsushima. Jo, heute wieder mal eine Runde. Es ist schon ein bisschen her durch die Reha, also nicht wundern, wenn ich nicht perfekt spiele. Muss jetzt wieder richtig reinkommen, aber sollte funktionieren. Musste kurz husten, sorry. So, wo müssen wir hin? Wind, weiß mir den Weg. Okay, da hinten ist sie. Okay, die hätte ich selber auch sehen können. Fürst Sakai, kommt schnell! Fürstin Masako, habt ihr Neuigkeiten über die Mörder eurer Familie? Auf der Liste, die wir fanden, stand Sadao ganz weit oben. Er ist das Oberhaupt des Kuta-Gehöfts. Kutas Leute dienten eurem Clan. Warum wendete er sich gegen euch? Er ist ein undankbarer Verräter. Mein Ehemann ernannte Sadao zum Oberhaupt und er revanchierte sich mit Blutvergießen. Wie ich erfuhr, floh er aus Kuta in der Nacht des Mordes. Er hörte wohl, dass ihr noch lebt. Sadao ist eine falsche Schlange. Aber sein Bruder, Hachi, ist ein Narr. Er kam gerade beim Tempel vorbei, um Essen für die Flüchtlinge zu bringen. Zeit für eine ungeplante Lieferung an seinen Bruder. Und wir sind da, um ihn zu schnappen. Das Oberhaupt. Machen wir schon. Alles gut. Wir müssen los, sonst verlieren wir ihn. Ei, ei. Nach dem Vorfall im Gasthaus hatte ich euch nicht mehr im Tempel erwartet. Ich wollte Sadaos Bruder suchen und um die Toten des Adachi-Clans trauern. Habt ihr eure Familie angemessen bestattet? Nicht, solange die Mörder frei sind. Nach dem Tod meines Vaters verabschiedete ich mich in derselben Nacht. Das hat den Schmerz gelindert. Ich habe sie begraben. Das muss ausreichen. Vorerst. Wann habt ihr zuletzt geschlafen oder gegessen? Gestern hatte ich etwas Reis und Fisch. Selbst junge Krieger brauchen volle Mägen und ausgeruhte Schwertarme. Nennt ihr mich etwa alt, Fürst Sakai? Das würde ich nicht wagen. Meinem Schwertarm geht es gut. Aber du hast ein gewisses Alter. Wir hätten Hachi längst einholen müssen. Welchen Weg hat er wohl genommen? Beide Straßen wurden benutzt. Sehen wir uns um. Er kann nicht weit sein. Okay, der Wind hilft uns nicht. Da würde ich mir sagen, wir rennen hier hoch und schauen mal. Suche nach Hachi. Ja, ja. Kehre zum Suchgebiet zurück. Okay. Das ist eine Blume. Die nehmen wir trotzdem mit. Masako, seht. Der Mann mit dem Wagen. Das ist Hachi, Sadaos Bruder. Habe ich alles eingepackt? Wo ist denn nur? Da, gut. In Ordnung. Er will fort. Aber wir folgen ihm. Dicht, aber außer Sicht. Sei brav, Ringo. Sonst gibt's nachher keine Karotte für dich. Was für ein schönes Wetter heute. Hey, dich sieht man. Wenn uns Mongolen begegnen, dann zähl besser nicht auf mich. Er hat Gesellschaft. Sie dürfen uns nicht sehen. Was ist da in deinem Plan? Ein Kinderwärter. Nahrung? Wasser? Andere Sachen. Sake. Aber natürlich. Uns wurde Sake versprochen. Hast du
Noch nicht. Aber ich habe etwas für euren Gast. Ein Treffen. Wir geben es weiter. Er übergab eine Nachricht. Ich bin dann zur üblichen Zeit wieder hier. Wir warten auf dich. Vergesst den Wagen. Folgt diesen Pferden. Tschüss, Hachi. Der Mann ist ein Idiot. Er ist der Bruder des Oberhaupts. Trotzdem ein Idiot. Aber er hat guten Sake. Nicht heute. Heute hatte er nur eine Nachricht. Diese Nachricht ist wichtiger als dein Leben. Und wir sie nicht überbringen, tötet das Oberhaupt uns. Sadao ist ein Familienmensch. Aus einer schlechten Familie. Seine Vettern sind Banditen. Weißt du noch die Unruhen, die ausbrachen, als der Kuta-Hof keinen Reis mehr hatte? Ja. Wer hat wohl die Banditen angeheuert, die Protestierenden umlegten? Oberhaupt Sadao. Feigling. Ich wusste es. Also, wenn du das nächste Mal ans Oberhaupt denkst, denk ans Kuta-Massaker. Ihr seht mich nicht. Ui. Sprich mit Masako. Ein Holzfällerhaus. Von Banditen bewacht. Sadaos Vetter. Er versteckt sich wohl dort. Das wissen wir nicht. Aber wir finden es bald heraus. Oh, warum denn so? Haut euch nur! Schon. Oh, wir waren da schon mit Blocken. Ja, genau so. So. Bist du Massaker? Ah. Ja, damit. Runter! Deckung! Oh, ich hab keinen Pfeiler. Ah, sorry, Froschmaus. Dann machen wir es halt so. Und schau. Sprich mit Masako. Ja, aber das will ich schauen, ob es hier irgendwas gibt. Sammeln. Eine Nachricht von Sadao. Hachi gab sie den Wachen. Da steht nichts über sein Versteck. Hina, meine Beteiligung am Adachi-Massaker ist bekannt geworden. Ich bin überzeugt, dass du nicht dafür verantwortlich bist. Du bist dir über die Gefahren im Clan, nicht nur für mein Leben, sondern auch für deins. Bleib versteckt und ruhig, bis ich nach dir schicke. Vertraue meinen Vettern, ihrer Treue zu mir und ihren Fähigkeiten mit der Klinge. Wenn du jemanden triffst, der dieses Emblem trägt, nimm dir das Leben. In Liebe, Sadao. Okay. Mehr scheint hier nicht zu sein, außer Vorräte. Ich sonst noch was? Nee.
Naja, ich rede gleich mit dir. Kein Stress hier. Irgendwo ein Lot? Nope. Da sind wir Vorräte, sehr schön. Okay, dann reden wir mal mit Massaker. Leichen beantworten keine Fragen. Da ist jemand im Haus, den bringe ich zum Reden. Lasst mich zuerst. Ich werde euch nichts tun. Mein Name ist Sakai. Wer seid ihr? Hina, Sadaos Weib. Mein Mann ist unschuldig. Die Mongolen töteten eure Familie. Wo ist er? Ich weiß es nicht. Ihr lügt! Sie hilft uns. Und sie kann nicht hierbleiben. Ich bringe sie zu meinem Anwesen. Sie wird mich umbringen! Es wird euch nichts geschehen. So sicher bin ich mir da nicht. Das Oberhaupt. Ah, haben wir wieder was erledigt. Sehr schön. Ah, wieder Level Up. Deine Legende wächst. Der unnachgiebige Gewinn. Maximale Entschlossenheit erhöht. Sehr schön. Maximale Gesundheit. Erhöht. Ja. Oh, muss ich jetzt was wählen? Ja, ich muss was wählen. Wähle eine neue Geisterwaffe. Okay. Damit bring ich mich nur selber um. Windglock. Nee. Den nehmen wir. Weihrauch vermischt mit Schwarzpulver erzeugt dicken Qualm. So blende ich meine Feinde. Ja, so. Talisman der Entschlossenheit 1. Ja, gut. Hey, drückt und wechselt mit einer Geistwaffe. Ja, das weiß ich. So, dann schauen wir mal, wo wir jetzt hin müssen. Was ist das hier? Der Himmelschlag. Ein Musikant in Komatsu erzählt die Geschichte von Shigenori im Himmelschlag. Ich würde sagen, wir rennen dahin. Ja, ich würde sagen, wir rennen dahin. So. Kage! Was pfeife ich nach dir? Du bist eh neben mir. Wir können nicht aufgeben. 500 Meter in die Richtung. Also Kage, ja. Hier! Lauf, Kage. Lauf wieder hin. Schreiten da. Es wird gut. Sorry, muss weiter. Oh, oh. Kämpfen wir! Ja. Na, komm her, du Mongole. Ah, der nächste bitte. Und der nächste bitte. Ja, sehr schön. Hast du schon? Dann rette ich dich. Frei.
Sind die an einen sicheren Ort? Ich glaube schon, Herr. Doch die Mongolen beobachten alles von der Kreuzung über dem Fluss. Wer von Asamo nach Norden reist, ist in Gefahr. Ich erledige die Mongolen. Okay. Da haben wir natürlich wieder einen Kuhne verbraten. Hier, ein Bambus. Okay, den zeige ich noch dorthin, wo wir hinwollen. Kage. Ah, bist du hinter mir. Sorry, hab ich dich gesehen. Sehr gut, Kage. Einmal höher. Nee, nee, nee. Also, auf den Bären habe ich mal keinen Bock. Wir wissen, wie das endet. Bei Rot musste ich ausweichen, hä? Da ging Blocken nicht. Los jetzt, Kage! Ich glaub, so war das. Alle guten Dinge sind zwei. Okay, der Bär war wenigstens machbar. Kage? Na, oh, weiter geht's. Susano, beschütze Reich. Mich! Wer hat diese Menschen getötet? Ein furchterregender Krieger. Er verlangte, dass ich ihm die Geschichte von Shigenoris Himmelschlag erzähle. Als er die gesuchten Antworten nicht bekam, wurde er zornig und tötete sie. Was wollte er wissen? Ich bin nicht sicher, mein Herr. Erzählt mir die Geschichte. Ich muss wissen, was er sucht. Als Tsushima erstmals besiedelt wurde, fegte ein seltsames, schreckliches Gewitter über die Insel. Wo immer der Blitz einschlug, erschienen wilde Blitzkreaturen. Diese Bestien rasten durch Dörfer, brachten Tod und Zerstörung und waren so schnell, dass niemand sie aufhalten konnte. Die Menschen kannten nur einen Mann, der es mit den Blitzbestien aufnehmen konnte. Shigenori, der schnellste Schwertkämpfer von ganz Tsushima. Shigenori war bislang unbesiegt. In jahrelangem Training hatte er den Himmelsschlag entwickelt. Einen so schnellen Angriff, dass kein Auge ihm folgen konnte. Shigenori lockte die Kreaturen zu einem verlassenen Strand in Komatsu, wo der Sand sie langsamer machen würde. Ihr Duell machte den Sand zu Asche und bleichte die Blätter der Bäume weiß. Shigenoris Himmelsschlag streckte sie schneller nieder, als sie sich bewegen konnten.
als die letzte Bestie fiel, klarte der Sturm auf und Tsushima war wieder sicher. Shigenori begann ein zurückgezogenes Leben. Nur wenige Schüler fanden ihn. Und nur die tapfersten und begabtesten erwiesen sich als würdig, den Himmelschlag zu erlernen. Wenn ein Sturm aufzieht, legt ein Schüler, der die Stelle kennt, ein Schwert auf Shigenoris Ruhestätte, um Angriffe von den Bestien der Natur fernzuhalten. Der Mörder möchte Shigenoris Himmelsschlag lernen. Er kann in den falschen Händen gefährlich sein. Wo ist er hin? Eine Frau floh zu einer Brücke in der Nähe. Er verfolgte sie. Er wird für seine Taten hier büßen. Ja, Himmelsschlag. Okay. Dann muss ich mal den Typen finden. Los, lauf, schneller! Die Brücke, die der Musikant erwähnte. Oh, dem ist auch beschissener Gang. Da weint jemand. Wo? Ja, unter der Brücke, logischerweise. Mein Herr, so viele! Niedergestochen! Habt ihr den Mörder gesehen? Ich weiß, wer er ist. Yasuhira Koga. Ich kenne den Namen. Er kämpfte für den Yarikawa-Clan. Würdet ihr ihn wiedererkennen? Dieses grinsende Gesicht werde ich nie vergessen. Kommt mit. Vielleicht finde ich auf der anderen Seite der Brücke seine Spur. Na, dann gehen wir mal Spuren lesen, wie es ausschaut. Hufspuren. Yasuhira hatte es eilig. Was wisst ihr noch über Yasuhira Koga? Nur, dass er vor Jahren ein Gefolgsmann des Yarikawa-Clans war. Nach der gescheiterten Rebellion wurde der Clan aufgelöst und die Gefolgschaft entlassen. Gerüchten zufolge verließ er Tsushima, doch kam zurück, als die Mongolen angriffen. Ich bin nicht sicher, woher. Das spielt keine Rolle. Nach seinen jüngsten Taten darf er nicht weiterleben. Okay. Nicht verstehen. Also wer Leute umbringt, der. So, das heißt, du müsstest eigentlich da vorne wahrscheinlich sein, hä? Da vorne. Sie errichten eine Straßensperre. Da lang. Los, lauf! Mongolen, versteckt euch! Schickt euren besten Krieger! Alekbuchitsch, Bilono! Sisandra Deste, Samurai! Nächster bitte! Und der nächste bitte! Dankeschön! Hinten steht wohl einer. Da steht auch einer. Tentwing! Klappe mal. Da gewittert's. Wohl einer den Himmelsschlag lernen. Okay. Moment. Wahrscheinlich von unten. Du weißt über. Hoch.
So sollte das nicht laufen, aber okay. Dosha! In Dosha! Nix da. So. Was haben wir hier? Vorräte. Öffnen gedrückt halten, okay. Hier ist tote Hose. Ah, Kunai, das ist immer schön. Guten Tag. Der Kammerjäger ist da. Ich würde schon sagen, der Kammerdiener. Nee, nee, nee. Bambus. Ja, 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 ich gehe gleich zu dir. Ich will nur schauen, ob noch irgendwas liegt. Dacht schon, jetzt fällt er runter oder so. Wäre nicht das erste Mal, hä? Dass ich runterfalle. Zelt, Hallöchen. Ja. Bambusbombe voll, ja, gut. Pfeile, Vorräte, Geil. So. Dann hier. Vorräte. Wenn man braucht. Du leuchtest. Kunai. Ja, Bambus, nimm mal. Ich kann Yasuhira Koga nirgends sehen. Ah, sprich. Wir verfolgen einen Mann namens Yasuhira Koga. Er ist soeben fort. Er hat sich im Wachturm aufgehalten. Er arbeitet mit Mongolen? Ja. Letzte Nacht haben sie gestritten. Ich konnte nur ein Wort ausmachen. Shigenori. Ich durchsuche den Wachturm. Sucht euch ein Versteck, bevor mehr Mongolen kommen. Okay, dann also nochmal zum Wachturm. Lado. Was hat Yasuhira getrieben? Wahrscheinlich sich irgendwas ganz oben. Naja, oder auch nicht. Alter, bist du gecrasht. Moment. Ein Duellring. Er sucht danach. Weiße Blätter. Wie die vom Blitz gebleichten in der Geschichte. Die Mongolen haben ihre eigene Version von Shigenoris Geschichte. Vielleicht wollte er sie mit der des Musikanten vergleichen. Recht mit der Frau. Yasuhira sucht nach jemandem, der in Shigenoris Himmelsschlag lehren kann. Die weißen Blätter. Es gibt solche Bäume ganz in der Nähe. Dann ist er dort. Ihr habt genug geholfen. Bringt euch bei den anderen in Sicherheit. Danke, mein Herr. Ich hoffe, ihr bestraft dieses Monster. Klar. Macht man doch klar. Und man kann schon mal, wo ihr jetzt hin muss. Blättrige Bäume finden. Suche nach blättrigen Bäumen. Ja, 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 okay. Der Wind geht in die Richtung, also gehen wir hin. Da oben? Also der leuchtet was. Bambus. Hat er vielleicht irgendwas an? Ne, der zeigt nur ein Ding. Da oben ist ein Ding, oder? Gehen wir mal hier lang. Das Pflaumenblütenschrein. Ja, okay. Da crasht's aber lauter. Ui, 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 ui. Da drin brennt's.
Karte schon mal drin? Ja. So, seht ihr hier irgendwo Bäume mit weißen Blüten oder besser Blätter? Kage. Pferd. Mit Pferd, Kage. Okay, muss es entdecken. Dann rennen wir halt mal da lang. Moment, der Baum da. Der schaut so aus. Also der Baum schaut doch so aus wie der auf dem Dingsbums. Ach, geht schon alles aus wie auf dem Ding auf dem Zettelwerfer. Schaut ja schon mal sehr gut aus. Yasuhira muss hier Blätter gesammelt haben. Reise zum Heim der weißen Bäume. 215. Falsche Taste. Kage. Das ist ein bisschen zu weit zum Laufen. Brava, Kage. Schnell, Kage! Oh, you. Dir ist auch beschissener Gang. Sorry. Hätte ich es gewusst, hätte ich dir geholfen. Hört auf! Ich habe ihm schon alles gesagt! Da wird jemand gefoltert. Hey! Oh, ich sehe nichts. Oh, das habe ich nicht gesehen. Okay, jeder tot? Nö. Okay. Das sind noch Gegner. Und stirb. So. Rauchbomben, brauche ich nicht. Ah, ein bisschen leiser, bitte, danke. So werden wir siegen. Das ist ein Fetter. Ja, ja. Mit mir legt man sich halt nicht an.
Es kann nur den Tod bedeuten. Für euch. Gehen wir da mal rein. Hilfe! Ja, ja, ja. Whoops, sorry. War ein Mann namens Yasuhira bei den Mongolen. Er wollte den Himmelsschlag von meinem Großvater erlernen und nahm ihn mit sich fort. Euer Großvater ist in Gefahr. Wo sind Sie hin? Zu seinem alten Übungsplatz. Ein Duellring an der Komatsu-Küste. Bitte, rettet ihn. Alles klar. Kage! Wo bist du? Komm her. Los, Kage! Ey, mussten wir mal das Gleiche sagen. Den Schlag nicht erlernen. Wow. Will ich sagen, aber ein bisschen Schiss habe ich. Sorry, Kage. Wusste, dass so tief ist. Jemand hat den Baum gefällt, um hinüberzukommen. So, dann kraxeln wir da mal rüber. Ja, was ist? Hopp. Also hier hat Mongolen dabei. Sucht mich jemand? Einer weniger. Das war knapp, das hätte ich fast nicht gesehen. Ich liebe die Kunais. Die sind einfach geil. So. Du hast einen Kuna dabei, sehr schön. Du auch eins dabei? Nee. Du? Wir lassen. So, komm schon. Das muss Shigenoris Duellring sein. Was hat Yasuhira getrieben? Armer Mann. Yasuhira hat ihn getötet. Eieieiei. Diese Klinge hat viele Duelle erlebt. Fußspuren. Noch frisch. Okay. Oh. Yasuhira Koga. Der Schlechter der Rebellion. Ihr habt euch kaum verändert. Ihr wart noch ein Kind, als Yarikawa brannte. 15 Jahre lang wollte ich Fürst Shimura die Haut von den Knochen ziehen. Dafür werdet ihr nicht lange genug leben. Der alte Mann lehrte mich den legendären Angriff, bevor ich ihn tötete. Lasst es mich euch zeigen. Schiss. Wow. Ist schnell. Ja.
Worauf wartet ihr denn noch? Ich warte nicht. Ich beobachte. Lerne. Ja, komm schon. Jetzt hab ich's. Okay. Lol. Der Himmelsschlag konnte euch nicht retten. Burn, Baby, burn. Ihr habt größeren Respekt verdient. Ich verspreche, dass ich Tsushima mit Shigenoris Technik gegen alle seine Feinde verteidigen werde. Der Himmelsschlag. Erledigt. Jo, sehr gut, Leute. Das war's für heute aber wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. So, die zwei Quests waren ja doch nicht so schlecht. Und ich komme wieder ein bisschen ins Spiel. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal auch wieder dabei. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Abo da. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.